Weniger umweltschädliche Emissionen. Darum soll Gülle bodennah mit Schleppschuh- oder Schleppschlauchtechnik ausgebracht werden. Aber viele Landwirte im Allgäu wollen ihre alten Güllefässer behalten. Dafür kämpfen sie seit Jahren. Auf dem Spitalhof, einem bayerischen Staatsgut in Kempten, treffen sie sich heute mit Wissenschaftlern und Politikern. Denn sie haben nach langem Ringen ihr Ziel erreicht. Heute ist ein guter Tag, weil wir heute ein Thema behandeln, das eine lange Vorgeschichte hat. Seit 2018 kämpfen die Günzacher Landwirte aus dem Ostallgäu unter anderem mit dem Bauernverband für den Erhalt der Gülle-Breitverteiler. In einer Petition fordern sie mehr Forschung dazu, wie man Gülle-Emissionen alternativ reduzieren kann. Unser Land berichtete schon 2020 über den Frust der Günzacher, die Gülle in Streifen ablehnen. So ist die Gülle zusammengesetzt und wenn ich das auseinander und das ist genau, wenn das vertrocknet, gibt es wie eine Wurst. Darum sagen wir die Güllewurst. Und das ist einfach Strohanteil, der mit drin ist, Gärreste. Und das kann sich gar nicht so schnell zersetzen. Wobei wir das bei der Breitverteilung, wir haben jetzt da unter die gleiche Gülle gefahren, jetzt da finden wir das Ganze nicht, weil das zerstreut ist und das wächst dann viel schneller im Boden rein. Weil das Gras von den Wiesen an die Kühe verfüttert wird, ist die Güllewurst hier das Problem. Diese Wurst wächst mit hoch. Die Pflanze da unten ist ja eher am Versticken momentan. Die kriegt keinen Sauerstoff. Und dann wächst die mit hoch in der Pflanze im Wachstum. Und dann kommen wir mit dem Mähwerk, mit dem Kreiselheuer und nehmen sie wieder mit rein, getrocknet. Die Landwirte sagen, die Kühe fressen das Futter so nicht. Oder sie werden sogar krank davon. Nach jahrelangen Protesten erreichen sie, dass 2023 Praxisversuche starten. Können Verdünnung, die Außentemperatur oder Zusatzstoffe die Emissionen ausreichend reduzieren und den Güllebreitverteiler retten? Je nachdem, was dann aus diesen Versuchsergebnissen auch resultiert, muss das Ganze dann natürlich auch Anerkennung finden in den anderen Bundesländern bis hin eben zur Bundesebene. Wir von Unser Land begleiten im Frühjahr einen Versuch am Spitalhof in Kempten. In einer Versuchsparzelle wird mit dem Schwenkverteiler Gülle breit verspritzt, so wie bislang üblich. Auf einer zweiten Parzelle verteilt der Schwenkverteiler gleich viel Gülle, die aber zur Hälfte mit Wasser verdünnt ist. Und auf der dritten Parzelle fährt der Schleppschuhverteiler, der unverdünnte Gülle bodennah ausbringt, streifenförmig. Spezielle Filter messen in den drei Parzellen die Ammoniak-Emissionen. Auf die Auswertung der Ergebnisse müssen die Güllewurstgegner bis September warten. Jetzt steht fest, eine Verdünnung der Gülle mit Wasser reduziert die Emissionen stark genug, um an den Effekt der streifenförmigen, bodennahen Technik heranzukommen. Dass die Verdünnung wirkt und einen Effekt hat, das haben wir ja gewusst. Nur eben nicht, bis zu welcher Grenze man gehen kann oder wie weit man im Endeffekt verdünnen kann. Auch da hat es Erkenntnisse aus der Literatur gegeben. Das haben jetzt unsere Versuchsergebnisse nochmal abgesichert oder bestätigt. Gute Nachrichten. Und obendrein gibt es vom Landwirtschaftsministerium noch eine neue Gülle-App, damit die Verdünnung der Gülle dokumentiert werden kann. Gülle mit einem Trockensubstanzgehalt von 4,6% oder weniger darf mit der Breitverteilertechnik ausgebracht werden. Somit ist die Anschaffung eines teuren Schleppschuh- oder Schleppschlauchverteilers für viele hier vom Tisch. Jetzt ist einmal der Druck aus dem Kessel. Jeder Landwirt kann jetzt selber entscheiden, was er tut. Und die gute fachliche Praxis, von der wir jahrelang gesprochen haben, die haben wir somit heute wieder zurückgewonnen. Der Erfolg der Allgäuer Landwirte hat sich bereits über Bayerns Grenzen hinaus herumgesprochen. Gut möglich, dass der Breitverteiler auch andernorts ein Comeback erlebt. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.